Da ist er wieder. Zurück aus der kleinen Pause und es geht natürlich weiter mit Farm Simulator 22 und unserer Farm am Hafen in der Nordfriesischen Marsch. Allen, die dazugekommen sind, ein recht herzliches Hallo und für alle, die gewartet haben, danke für eure Geduld. Jo, genau. So, wir sind fleißig auf unserem Feld 35 hier am Aussehen und es gibt jetzt genau natürlich wieder Zuckerrüben auf dem Feld. Und auf Feld 29, wo wir jetzt ja gerade auch Zuckerrüben runterholen, da kommt dann auf jeden Fall wieder Hirse drin. Denn Hirse benötige ich ja auch, zumindest in einem gewissen Maß. So, und ich wollte schauen, was ich noch günstig bzw. Teuer verkaufen kann jetzt. Also die Preise gerade günstig sind zum Verkaufen, das wollte ich sagen. Ah, cool. Ja, wo wir festen jetzt alles gut ist, ne? Also gehört er noch nicht zur Generation Smartphone. Dein Sohnemann, meine ich. Ja, ist gut. Ich finde das, mir rennst du da offene Türen ein mit. Ich finde das gut. Acht noch keins. Es gibt aber auch, ne? Es gibt ja auch genug, die laufen mit 5 oder 6 schon beim Smartphone rum. Teilweise habe ich das schon gesehen. Ich dachte mir so, okay, das unbedingt sein muss. Nein, das ist wirklich so. Quasi teilweise mit Erlernen der ersten Schriftzeichen, so erste, zweite Klasse, drücken ja einige schon den Kindern immer das Smartphone in die Hand. Und ruckzuck haben die dann irgendein günstiges eigenes. Weißt du, das ist dann übertrieben, finde ich. Muss nicht sein. Aber es muss jeder machen, wie er möchte. Wie gesagt, natürlich auch keinem reinreden. Was ist das jetzt? Ja, okay. So, der richtet noch aus. Oh. Ja, sehr schön. Gefällt mir auf jeden Fall so. Speichere ich den Kurs. Den Kurs möchte ich behalten. Schön. Ja, ne? Da war es dann. Ist klar. Ja, klar. Sicher möchte er das gerne haben. Logisch. Wenn nicht, also ich will kein iPhone haben, aber davon abgesehen, klar, man möchte in dem Alter so ein schönes Spielzeug nicht haben, ne? Feld 35, Seemaschine 4. Mal eben abspeichern den Käse. 4. Okay.
Jetzt habe ich auch diese Seemaschine und einen Kurs, der funktioniert anscheinend. Sieht auf jeden Fall vernünftig aus, was der hier treibt. Okay. Weiterschauen, weiterschauen. Wow. Okay. Ach ja, ich lass den ja Beete fahren, stimmt. Und gerade im Überlegen, so wieso der jetzt hier fährt. Ach ja. Mit Beten kommt er einfach besser klar, weil er darf ja nur vorwärts fahren. Das ist ja der Punkt. Okay. Ja, ist Geschmackssache, ne? Ist Geschmackssache. In mir findest du jemanden, der iOS-Geräte gar nicht anfasst. Ich will sowas nicht haben, ich will sowas nicht benutzen, ich möchte nicht. Ich mag meine Samsung. Von weitem immer aus, als würde der brennen, wenn er so vorbeifährt. Egal. Tut er ja nicht. iPhone 15, das hast du aber vorgenommen, ey. Schweineteuer. Andere kaufen sich dafür, keine Ahnung, Motorrad, ein Auto. Wohl inzwischen auch nicht mehr. Aber ja doch, vielleicht ein altes. Das. Oh. Hab da noch was entdeckt. So. Sehr schön, sehr schön. Ja, meine Kollegen, die haben ja auch, ne, die haben ja auch ihre iPhones und sind da glücklich mit. Das ist auch okay. Oh, ist soweit. Okay. Ja, dann wünsche ich dir noch wundervollen Sonntagnachmittag bzw. Abend, ne? Lass dir gut gehen und ja, ich weiß nicht, ob du ein langes Wochenende hast. Das wünsche ich dir auf jeden Fall. Ne? Wunderschönes, entspanntes. So, weiter schauen. Denn dieser Traktor schon wieder? Ich, was geht der denn schon wieder rum? Ja, danke schön, danke schön. Habe ich tatsächlich, habe Urlaub. Ha, hab so ein bisschen Urlaub dazwischen. Oh. Das ist ärgerlich. Aber ist das so ein schöner. So, ne, mit dem Brückentag, so ein richtig schönes langes Wochenende. Schöne 4 Tage am Stück frei. Schade.
Naja, genieß es trotzdem, genau. Genieß den Feiertag. Ist ja auch was. So. Ups. So, jetzt aber schön, dass ich den jetzt gerade hier mal so rausgefahren habe, weil ich den gerade wieder gesehen habe. Hier drin kann ich nicht schütten. Aber hier. Das war jetzt nicht die Welt. Auch nicht mehr, meine Güte. Wie ist es hier vorne nicht mehr mit Stroh, ne? Theoretisch die Pferde, aber die habe ich letzte Mal ja eigentlich gut gefüllt. Da brauche ich jetzt erstmal nicht dran. Die haben noch genug. Mache ich denn hier? Da gehört Stroh gar nicht hin. Na also, geht doch. So, endlich ist die Hütte leer. Beim sinnvoll geleert, ne? Nicht wieder ins Lager geschüttet. So, dann stellen wir den erstmal hier ab. Okay. Booster hier. So. Erstmal weg hier mit. Stimmt, hier sie ging mit dem nicht.
Oh, nee, 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 nee. Das funktioniert nicht. So geht das. Bin mal gespannt, ob der jetzt drin stehen bleibt oder ob der auch wieder nach vorne wandert. Das kann er nämlich auch hervorragend. So, der gammelt hier immer noch rum. Wo ist der Traktor? Suche ich jetzt. Zu irgendwo sein. Ist aber nicht. Okay, das kann man lösen, das Problem. Warte. So, der hat schon ausgeschaltet. Okay, alles gut. Das Problem haben wir gelöst. Nächste. Hier andersrum. Ist nicht mehr da. Was ist denn der? Kann nicht wahr sein. Auch absaufen lassen oder was? Da ist noch eine mit Motor an und nichts hinter. Das war der Deutz, war das, ne? Deutz Fahr meine ich. Nee, war das nicht. Ah, Class Axion. So, nee, auch nicht. Auf der Jagd nach einem Traktor. Haben wir den hingezaubert? Warum ist der weg? Der ist ganz weg. Hallo? Quasi vom Erdboden verschluckt. Ist er auch nicht. Da ist er. Ah. Nein. Steht er doch. Da steht er und was macht er? Wieder nix. Warum er nicht mehr gefunden wird, weiß ich auch nicht. Vielleicht muss der auch irgendwie schaden. 17%. Nö, der ist gut. Alles fein mit dem eigentlich. Er spackt nur rum.
Schon längst fertig sein können hier. Doch nicht, doch nicht, doch nicht. Warte. So, Schädelampe. Mach das ja ordentlich jetzt hier. Sieh zu, dass du fertig wirst, wollte ich damit sagen. Was kann ich dem 15 Mal sagen? Passiert dem nicht. So, dann wollen wir unseren Milchtransporter auch mal wieder an die richtige Stelle fahren. Er sieht aus. Boah. Sieht so total zerstört aus, dann ist er nur dreckig. Schon wieder 3 bis 4 Liter drin, ne? Geht so schnell. So, endlich läuft es wieder. Der kann weg. Seh nix. Mach mal Licht hier. Mach mal Licht, wir sehen, wo ich vorfahre. Meine Güte. Ah, jetzt. Das Automatiklicht will nicht immer so. Weil hier der Mod als Mod Automatiklicht drauf und das geht auch immer alles schön an, wenn man einsteigt, normal. Aber nicht, wenn der dann so aus dem Helfer rauskommt, sag ich mal, und dann da einfach auf dem Feld rumsteht. Dann möchte er leider nicht beim Einsteigen angehen. Nicht blockiert. Ja, gucke ich mir an, wenn ich den hier geparkt habe. Gehe schwer davon aus, dass das Feld 42 ist. Oh, Leute. So, dann. Wir haben gedacht. Wow. Da war ein Wendekreis so.
So, siehst du. Lustig aus, ne? Wenn er so mittendrin in die weiße Fläche anfängt, da auszusehen, aber er kennt seinen Kurs genau. Jetzt mal kurz einen Blick werfen auf die Map. Mal schauen, wie weit die überhaupt sind. Dann sieht man, dass der noch dieses kurze Stück hier machen muss und der nur noch dieses kurze Stück halten muss. Ja, sehr schön. Das heißt, das Feld ist auch gleich durch. Feld 35 habe ich bereits ausgesät. Feld 37 ist fertig, wie mir scheint. War sowas von. So, du Farmer, zum Silo 2. Abladen. Der fährt zum Silo 2 laden, fährt er jetzt. Da soll er abladen, dann passt das schon. Was? Was? Jetzt. Jetzt macht. Wahnsinn. Aber ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass der hier sauberer ist. Und den habe ich jetzt hier hingefahren. Das ist aber der neue, oder? Den neuen, den wollte ich ja eigentlich nicht hier hinfahren.
Sind jetzt beides Zeiger 6. Voll. Und auch. Jo. Okay, dann ist der Team Rheinland woanders. Da ist hier unterwegs. Okay. Wo will der denn? Was fährt der denn jetzt für eine Runde? Ja, guck. Und die Walze auch schon wieder vom Feld. Ach, diesen Traktor nicht drauf. Warum nicht? Sein Ernst? Das meint er wirklich ernst. Jetzt legen wir mal kurz ein bisschen Hand an. Irgendwas ist hier komisch. Irgendwas ist komisch mit dem Teil. So, dann heizen wir mal selbst ein bisschen durch die Gegend hier. Damit das was wird. Irgendwann muss das Feld ja auch mal fertig werden.
Jetzt. Da ist was im Weg. Das ist nicht gut.
So, den haben wir schon mal. Der blitzt und blinkt gleich wieder. Der bleibt erstmal hier stehen. Irgendwann werde ich den rüberfahren oder rüberfahren lassen. Von außen überhaupt kein Unterschied, sehe ich gerade. Nicht mal in der Lackierung. Kein Wunder, dass ich den mal verwechselt habe. Nirgendwo dran, ne? Wo man einsteigt. Nö, nirgendwo. Einfach nirgends. Okay. Och. Bandantrieb, da kann ich doch quer mit über das Feld fahren. Über die Wiese. Wahrscheinlich mir, dann aussteigst und du siehst dann hinter dieser Lochblende noch den Motor auslaufen, beziehungsweise den Lüfter. Das ist schon cooler. Sind einfach die Details, ne? Wenn ich jetzt anmache, ausmache, aussteige, dann dreht sich der Lüfter noch aus. Echt cool. So, kann der das auch? Nö, da sieht man nichts. Okay. Hätte ja mal sein können, ne? Okay. Den brauche ich mal.
Der darf jetzt ein bisschen hier so auf dieses schnucklige Feld da pusten. War sie doch. Hier. Inhalt wird verspeichert. So. So, wundervoll. Ups, fast gestolpert. Quatsch, den ja eben nicht. Den ja eben nicht. Den anderen. So, und hier natürlich, hier Gülle, Kuhstall, ne? Ich kann ja mal mit weitermachen. Da ist auch noch eine Maschine, die irgendwie gerade über ist.
Es sieht im Dunkeln, gerade so an den Ecken, ne, sieht das teilweise gar nicht wirklich aus, als wäre das verdreckt, sondern als wäre das verrostet. Okay. Den kleinen brauchen wir gleich. So, mal eben laden. Das Feld 37 und da gibt es eine Maschine 4. Ja, Mann. Na guck. Ja, schaut gut aus. Zack. Ernst? Wieso habe ich das denn auf Zwiebeln? Zuckerrüben müssen da drauf. Ach je. Oh, jetzt.
Na, guck, geht doch. Dann komm, bleiben wir doch gleich hier so ein bisschen drauf, oder? Wollte die Seatalk mal wieder im Rundlauf haben. Die. Warum bleiben wir hier drauf? So, ich bin noch mal für einen kurzen Moment im Hintergrund und dann starten wir hier quasi mit der letzten Eule. Das heißt, letzte kleine Etappe für heute und danach, ne, genießen wir alle den Abend. So, ja, ich sag mal so, genießt den auch jetzt schon. Hoffe ihr auch. Bis gleich.